Battlefield-Freunde, hier ist euer NHWF Gaming. Ich, der VJ, zeige euch heute in Battlefield 4 ein wirklich tolles Easter Egg von DICE, was die da eingefügt haben auf der Karte Hainan Resort im Spielmodus Eroberung. Jetzt müssen wir noch warten, bis wir da reinjoinen können. Ich habe einfach irgendeinen leeren Server ausgewählt, damit wir hier wirklich in Ruhe das uns ansehen können und keiner zwischenfunkt. Jetzt warten wir einfach noch, bis wir hier auf die Map draufkommen. Und ja, alles was ihr machen müsst, ist wie gesagt Hainan Resort im Spielmodus Eroberung auswählen. Dann zeige ich euch einfach, wie das funktioniert. So, ihr wählt einfach hier einen Heli aus, trittet bei und dann fliegt ihr rüber zu diesen einen Wolkenkratzer hier, der in der Mitte der Map ist, also auf C sozusagen. So, mal schauen, ob ich problemlos landen kann. Harte Landung, aber es hat geklappt. Dann steigt ihr ganz normal aus. Und dann geht ihr einfach hier mal runter oder landet gleich unten, je nachdem, was euch lieber ist. Dann müsste hier genau eine Sniper liegen. Die AMR-2, die nehmt ihr auf. So. Geiler Scheiß, die Waffe, da geht ihr wieder hier rauf und um dieses Schiff hier dreht sich's. Wir werden dann einfach hier. Oh, okay, Heli ist zerstört. Legt ihr euch hier hin, visiert an. Hier seht ihr ein Licht, das ihr anzielen müsst. Rechts ist die Anzeige mit 448 Meter Entfernung. Das heißt, wir stellen auf 400 ein, damit wir genau anzielen können. Haltet die Luft an. Schießt ab. Trifft. Und jetzt seht, was passiert. Es ist einfach awesome, was die DICE-Entwickler hier geschaffen haben. Ein Wahnsinn, explodierendes Schiff mit Feuerbälle, die auf einen zukommen. Einfach grandios. Rauch steigt in den Himmel. Ist einfach klasse. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das erste Easter Egg Video zu Battlefield 4 von uns. Euer NHWF Gaming wünscht euch noch viel Spaß beim Probieren und lasst Kommentare da, schreibt es einfach rein unter den Videos, was ihr davon haltet, ob ihr es schon probiert habt oder gewisse Probleme habt. Wenn Probleme sein sollten, einfach anschreiben und wir wünschen euch damit viel Spaß.